roten Autokran gestohlen und anschließend eine Spritztour über mehrere hundert Kilometer durch Deutschland begonnen. Der Kran sei in der Nacht zum Montag von einem Firmengelände entwendet worden, sagte der Geschäftsführer von Paule Schwertransporte. Jedoch Reste der aufgeklebten Beschriftung erkannt. So der Firmenchef, am Donnerstagmorgen sei außerdem ein Hinweis aus der Gegend um Erfurt in Thüringen eingegangen, den die Kriminalpolizei derzeit prüfe. Die Polizei wollte den Bericht auf Anfrage nicht bestätigen. Man kommentiere die laufende Fahndung nicht, sagte Schmidt. Selbst Bikerclubs hätten sich gemeldet, sollte sich der Hinweis aus Erfurt erhärten. Hätten die Diebe eine merkwürdige Route gewählt. Herzberg liegt je nach gewählter Strecke etwa 450 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Die Diebe müssen also mindestens einmal getankt haben. Die Bedienung des roten Krans sei hingegen keine große Hürde, sagt Schmidt. Wer einen LKW fahren kann, kann auch den Kran fahren. Der Wert des Krans liegt bei etwa 200.000 Euro. Quelle ntv.de.